Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir werden in der Folge ein bisschen sortieren. Wir haben momentan 1.30 Uhr. Ich habe schon mal ein bisschen vorsortiert. Wir werden dementsprechend auch... Moment, das machen wir erstmal weg. Ja, ich weiß, mit der Spitzhacke dauert das ewig, aber das ist mir gerade so ein Dorn im Auge. So, einmal reparieren. So, dann sieht es hier wieder gut aus. Ich glaube, das hatten wir auch irgendwo hier draußen auch noch, oder? Komm, Benjon. Wir werden hier die Basis noch ein bisschen... Da ist es doch. Wir werden die Basis auch noch ein bisschen verstärken mit Metall, beziehungsweise eben mit dem Stahl. So gut wie das Ganze geht. Ich habe hier Spitzen, die ich reparieren muss. Ich habe andere Spitzen, die ich noch verstärken muss. Wir werden auch wieder zum Händler fahren müssen, zwangsweise. Denn wir haben schon wieder Material ohne Ende für den Händler. 41 Silbernuggets allein, dann hier 17.000. Da haben wir noch ein Körbchen, das wir noch mitnehmen können. Batterien behalte ich mal, da wir eine Battery Bank mittlerweile besitzen. Die bringt 107 sogar. Die bringt 400. Ich habe ja auch mal Mechanical Parts, 156 Stück. Die bringen 3.700. Und das ist nur die Hälfte von denen, wo ich habe. Also wir werden die sowieso nicht mehr alle brauchen. 165 bringen die Brille. Komm, die nehmen wir auch mit. Das bringt so eine Sonnenbrille auch relativ viel sogar. Nehmen wir auch mit. Wir brauchen sowieso wieder ein bisschen Platz. Von dem her ist es, glaube ich, ganz okay. Den Helm nehmen wir auch mit. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Bergbauhelm behalten wir mal. Ist eigentlich das Einzige, was wir brauchen würden. Ledermantel nehmen wir, beziehungsweise das ist der einzigste, den behalten wir mal. Falls wir doch nochmal irgendwie in Schneebiom kommen, dass wir zumindest irgendwas auf Vorrat haben. Die Fässer, die würde ich gerne außen platzieren. Wir sind gerade am Messing einschmelzen, am Produzieren von Stahl und vor allem auch an Patronenhülsen produzieren. Also es läuft zurzeit eigentlich echt gut, aber wir haben schon wieder kein Eisen mehr. Wir werden das Ganze jetzt so machen und zwar, wir hauen uns erstmal ein Bierchen rein. Gehen jetzt dann nach unten und werden mal hier schnell noch ein bisschen weiter ausbauen, das Ganze. Und wir brauchen nämlich ganz dringend weiteres Metall. Wir brauchen weitere Steine zum Einschmelzen, aber vor allem eigentlich Metall, um die Munition herzustellen. Und eine Nitratader. Beziehungsweise die Nitratader, die wir haben, weiter verfolgen. Oh, hier ist Lead. Aber ich war der Meinung, oben war eine Nitratader. Da wurde mir gesagt, ich hätte die zugebaut. Bin allerdings der Meinung, ich habe sie extra offen gelassen und habe sie nicht zugebaut. Nee, ich habe nämlich extra meine Basis hinten hinten hohl gemacht. Wir können... Eigentlich wäre das mal sinnvoll, da nachzusehen. Und zwar hier war die Nitratader. Bingo. Und die habe ich nämlich extra offen gelassen und habe sie nicht zugebaut. Und die müsste hier dann dementsprechend eigentlich auch weitergehen. Jetzt brauche ich mal wieder meine Schaufel. Ich muss nur aufpassen, dass mir hier dementsprechend halt nicht die Decke auf den Kopf fällt. So, Nitrat. Halt. Das war schon richtig. Es kommt nicht so viel raus dabei. Komme ich da ran? Nee, das ist mit... Na, hier fängt schon wieder Lead an. Ja, das ist das Problem. Und hier fallen wir dann eigentlich schon nach unten. Ah, nochmal Nitrat. Sehr schön. Nein. Hau auf das Nitrat auf. Man muss wirklich genau treffen, um das Nitrat rauszukriegen. Man muss da aufpassen ohne Ende, weil sonst haut man einfach auf den Stein und dann ist das Nitrat auch weg. Okay, Metall. Wir machen mal in der Richtung weiter. Hier muss ja noch irgendwo die Nitratader normalerweise weiterlaufen. Aber hier ist auch schon wieder Sand. Und ich komme dauernd auf irgendeinem Grund, komme ich dauernd auf das Fass drauf. Falls ihr meine Stimme ein kleines bisschen komisch anhört, ich bin ein kleines bisschen verschnupft, muss ich sagen. Ich hoffe aber, es geht noch. Ich will heute zumindest sehr viele Aufnahmen machen. Wir haben immer wieder nämlich Samstag. Und am Samstag komme ich gerade wirklich sehr gut zum Folgen aufnehmen. Und dann möchte ich heute eigentlich den kompletten Tag wieder durchziehen. Damit ich euch dementsprechend auch wirklich zwei Wochen die Folge präsentieren kann. Jetzt haben wir jetzt sogar schon noch einen weiteren Durchgang nach unten. Aber wir müssen doch, eigentlich müsste die Nitratader auch oben entlang laufen. Wir schauen mal, was hier passiert, wenn wir hier ein bisschen weiter... Ja, da ist sie doch schon wieder. Da haben wir sie. Nitrat und gar nicht mal so wenig sogar. Sehr geil. Das heißt, wir werden diese Ader komplett ausschöpfen bis zum geht nicht mehr. Boah, das ist echt viel. Das ist eine ordentliche Menge. Aber ich glaube, momentan fehlt mir dann eher sogar Kohle. Oder habe ich noch Holzkohle irgendwo? Da geht die Nitratader weiter. Sehr hübsch. Da fängt das Lead an. Hier haben wir Nitrat. Ich bin schwer begeistert, was das Nitrat hier angeht. Ich hätte jetzt nur noch gerne... Das Einzige, was mir momentan eigentlich noch fehlt, ist eine Metallader. Ey, sonst ist das hier die perfekte Mine. Wir haben... Wir haben hier Lead. Wir haben Nitrat ohne Ende. Geiler geht's doch fast gar nicht. Wir haben hier alles, um irgendwie Waffen zu bauen. Boah, okay, ich brauche hier definitiv eine Treppe.
Und ich sollte hier mir das Ganze nicht irgendwie zubauen. Das heißt, jetzt bin ich an meinen Ofen gekommen. Sondern wir werden hier dementsprechend... Ah, da fängt auch schon wieder Lead an. Vielleicht finden wir ja nochmal ein Nitrat weiter oben. Kann durchaus sein. Haben wir Holzkohle? Wichtigste Frage, 1000. Das wird nicht mal ansatzweise, glaube ich, reichen. 666 Nitrat haben wir rausgeholt. Das ist echt viel. So, mixen. Das dauert 21 Minuten. Gut, wie viel Holz da letztendlich drin ist, wir haben es ja. Also so ist es nicht. Wir können das ohne Probleme hier einschmelzen. 78 davon. Der hier drauf. Das schmilzt weiter ein. Die können wir mal hier rausholen. Das auch. So, dann kommen die, das, das. Hier kommt der Sand rein. Wir gehen jetzt dann erstmal Händlerzeug. Habe ich soweit hin? Ist auch noch Lead. Also Lead ist hier ohne Ende. So viel brauchen wir im Leben wahrscheinlich nicht mehr. Lead braucht man letztendlich nur, um die Patronen Spitzen herzustellen. Und davon haben wir eigentlich noch mehr als genug. So, das heißt, wieder zum Händler. Beziehungsweise, wir stellen jetzt erstmal die Fässer hier auf. Und zwar, die würde ich gerne aufstellen für die Horde, logischerweise. Ich hoffe, dass sie mir sie nicht komplett kaputt hauen. Aber wenn wir noch das eine oder andere Fass hätten, wäre, glaube ich, ganz okay. Auch wenn es jetzt wieder die Heatmap nach oben treibt. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, was die Schreier-Zombies angeht, dass wir hier nicht ein Problem kriegen und da dauerhaft mir irgendwelche Zombies in meine Grube reinfallen, das wäre nämlich scheiße, sonst meine Spitzen nämlich komplett im Arsch. Okay, wir haben 4 Uhr irgendwas. Wir müssen eigentlich erst noch sogar irgendwas looten gehen. Die Frage ist, was? Haben wir hier noch irgendwelche Gebäude, die wir noch looten können? Eigentlich ja. Na, zum Beispiel, Crackeries. Mit Stühlen, mit Vogelnest, mit Hund logischerweise drin. Wir nehmen mal... Wow! Wir nehmen mal Pfeil und Bogen dafür. Meine Scharfschützengewehr-Munition, beziehungsweise eigentlich geht es mir mehr mittlerweile wirklich um die Haltbarkeit. Munition haben wir ja ohne Ende. Würde ich wirklich gerne für die Horde aufheben wollen. So, ich bin mal gespannt, wann der erste Hund kommt. Aber wir sind mittlerweile... Das ist ja krass. Wir sind echt mittlerweile so effektiv, selbst mit dem normalen... mit der normalen Armbrust, dass wir eigentlich keine Probleme haben, Zombies zu töten. Gut, getötete Zombies... Ja, okay, die Tote will ich gar nicht sehen. Dreimal gestorben, aber 982 getötete Zombies. Ich glaube, im Verhältnis ist es trotzdem noch sehr, sehr gut. Oh, Wildtier-Eintopf. Geil. Ja, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen... Es ist aber mal wieder Ruhe hier. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Mais. Da kommt ein Zombie angerannt. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Hallo? Ist der besoffen oder? Der Arm getroffen. Wieso läuft der Schlangenlinien? Mein Freund. So nicht. So, Dosen, die können wir zerlegen. Hier haben wir auch noch ein paar Schränke. Oben haben wir noch ein Bücherregal, aber ja. Wobei, mir fehlt... Was fehlt mir jetzt eigentlich? Ah ja, vom Erdbohrer fehlt mir das... Ne, Moment, mir fehlt ein Erdbohrer. Das Rezept für einen Erdbohrer habe ich ja mittlerweile. Mir fehlt ein ganzer Erdbohrer. Weil man nur einen Erdbohrer mit dem Erdbohrer neu herstellen kann. Beziehungsweise den Schraubkopf herstellen kann. Ich glaube, das Erdbohrrezept haben wir mittlerweile auch, oder? Bin mir unsicher. Ich weiß, ich quatsch mittlerweile zwar wirklich auch jede Folge über den Erdbohrer, aber es... ist leider auch das größte Ärgernis im Moment noch nach wie vor für mich. Wir bräuchten ein bisschen Holz. Den Pillenladen haben wir ausgeraubt. Ich glaube, hier hinten... Ah, komm, wir nehmen die Kirche auch mit, wenn wir schon mal da sind. Was ich letztendlich mache gerade... Wir müssen auf den Händler ein bisschen warten, weil der Händler macht erst irgendwann um 8 Uhr, glaube ich, auf. Und das heißt, wenn ich nämlich viel zu früh dort bin, kann ich schauen, was ich dort treibe. Wobei wir auch logischerweise... Der war scheiße. Eigentlich bräuchten wir auch noch nämlich... Volltreffer. Und zwar Ressourcensteine, da wir da auch Nitrat rausbekommen. Aber mit der Nitratart, die wir haben, bräuchte ich eigentlich fast momentan nur noch Metall. Nicht Metall, sondern Holzkohle. Um hier weitere Munition herzustellen. Oh, wir haben 600 Munition. Das reicht für die nächste Horde definitiv. Allerdings nicht für zwei Horden, sondern nur für eine Horde. Wieso ist in einem Sarg Glas drin? Weshalb auch immer. Aber gut, von mir aus. Ist da oben eigentlich irgendwie ein Geheimgang? Hier ist ja der Kirchturm.
Eigentlich wäre es so sinnvoll, wenn hier noch irgendwie hier hinten noch eine Kiste wäre, in diesem Ding drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich möchte mich jetzt allerdings auch nicht hochbauen. Ich glaube, wir machen uns mal auf den Weg zum Händler und nehmen dabei noch das ein oder andere Nitrat mit. Nicht Nitrat, sondern Holzkohle mit. Okay, wir haben 8:30 morgens. Ich bin früh morgens immer noch nicht so auf dem Dampfer, glaube ich. Gut, im Wald werde ich hauptsächlich Lied finden. Wir bräuchten dafür Wüste. Dass man die Karte auf dem Minibike nicht benutzen kann, ist auch komisch. Hierhin am besten, um... Federn. Wobei, Federn brauche ich eigentlich gar nicht mehr, da wir mittlerweile wirklich alles mit normaler Munition erledigen. Aber für Holzkohle vielleicht doch nochmal in die Wüste gehen. Und da nochmal ordentlich abbauen. Aber jetzt erstmal zum Händler. Step by step. Wo ist meine... Ach, scheiße, ich habe die Markierung wieder anders gesetzt. Ich glaube allerdings hier hinten geradeaus. Hoffe ich. Denke ich. Ich glaube, hier hinter dem Hügel war der Händler. Ich kann mich jetzt noch irren. Das passiert, wenn man sich die Markierung einmal falsch setzt. So denn. Vor allem, man sieht mittlerweile... das ist falsch. Okay, da lang. Ein bisschen mehr nach rechts. Aber... da ist er. Ich wollte gerade sagen, kann ja nicht sein, dass ich den Händler nicht wiederfinde. Ja, die Alpha 17 lässt nach wie vor momentan auf sich warten. Deswegen, ja, wir werden wahrscheinlich noch bis zur 100. Folge ohne Probleme bei 7 Days to Die kommen, glaube ich. Das heißt, wir werden noch die ein oder andere Horde erleben. Und ich bin momentan überlegen, ob ich mir wirklich noch den es antue und mir den Minibike-Tunnel doch noch reingrabe. Oh, die kann man mittlerweile auch nicht mehr mitnehmen. Das ist, glaube ich, seit der Alpha 16.4 erst so. Früher konnte man die noch mitnehmen. So, du, die hier, das hier, über 20.000. Wie viel bringen die? 7.000. Holla, die Waldfee. So, den nimmt er auch. Das will er nicht. Das auch nicht. Komm hier, vier Scheiß drauf. Wir brauchen Platz. Die Ranch, die behalten wir mal. Die ist eigentlich ganz okay. 24 geschmiedetes Eisen, auch nice. Farbe will er mir nicht abnehmen. Fass behalten wir mal. Benzin kann man immer gebrauchen im Game. So, Erdbohrer. Na? Wie sieht's aus? Oh, 573er Rahmen. Aber ich glaube, wir haben einen besseren. Baupläne haben wir alles. Kleidung sieht's auch eher... eine Schutzbrille. Nein, danke. Nein, Wire Tool haben wir. Antibiotika brauchen wir auch nicht. Wire Tool, nein. Schmierstoffe brauchen wir auch nicht. Könnte man zwar nochmal... 598er Bergbauhelm. Also im Zweifel nehme ich den hier mit. Taschenmotor 229er. Solarzelle. 23.000, Alter. Okay. Okay, dann mal richtig geiles Zeug. Eisenbrustpanzer 533. Stiefel und Arm in 200er Qualität. Wie sieht's aus? Oh, okay. Stiefel und Arm sind wir überall besser. Ich habe gerade einen Zombie gehört. Okay, das sind wir überall besser. Das heißt, die können wir vernachlässigen. AK-47 Lauf, auch eigentlich nice. Blade Trap, Electrical, Generator Bank. Stahl ist scheiße. Die Solarzelle würde ich gerne mitnehmen, aber Blaze Solarcell into a Solarcell Bank to generate power. Die Solarzell Bank habe ich noch nie in diesem verdammten Spiel gesehen. Ehrlich. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich weiß, dass man sie auch beim Händler nur kaufen kann. Ich habe sie noch nie gesehen. Wir kaufen das Ding mal. Scheiß drauf. Es ist, glaube ich, das Wertvollste oder das Seltenste, was er haben kann mit. Wie dieser Generator-Bank, glaube ich. Aber ich habe die noch nie gesehen, wo ich die reinsetzen kann. Und das ist halt, ja, schwierig. So, 5.000 für den Bergbauhelm haben wir auch noch. Und dann sind wir pleite. Dann hat sich das doch mal wirklich gelohnt. Ja, das ist eine ordentliche Steigerung. Das ist tatsächlich ein Zombie. Hallo, mein Freund. Willkommen. War nicht mal was dabei. So, dann können wir eigentlich gleich mal das Ding hier reinlegen, das hier reinlegen, den hier nach unten, den hier rüber und dann gehen wir, ja, in Richtung Wüste.
Das heißt, einmal in die exakt andere Richtung. Diesmal hat sich aber wenigstens wieder der Händlerbesuch gelohnt. Haben wir einen Schatz in der Nähe? Ja, der im Wasser, den kriege ich nicht. Nee, leider nicht. Okay, ja, dann einmal geradeaus zurück mit dem Minibike und dann, ja, erstmal ein bisschen Holzkohle noch abbauen. Dann haben wir es eigentlich soweit erstmal. Wir haben jetzt Tag 28, das heißt, heute Nacht kommt die Horde. Und die werden wir auf jeden Fall noch sehen, denn wie gesagt, Alpha 17, locker über 100 Folgen werde ich kommen. Momentan ist das die Folge 70 irgendwas, glaube ich. So knapp vor der 80 stehe ich, glaube ich, mit der Folge jetzt hier. Und ja, ein paar Folgen werden noch kommen. Waren wir eigentlich hier drin schon? Blöde Frage, nächste Frage. Jo, waren wir schon. Die Seite ist aufgekloppt. Ich kloppe hier meistens gerne nämlich die rechte Seite der Fenster auf. Was wäre ein Mensch ohne Schein des Schrullen? Ja, ja. Und ja, erstmal jetzt Holzkohle sammeln ist die nächste Priorität. Wir stellen noch ein bisschen Munition her. Sicher ist sicher. Wer weiß, wie viel ich für die Horde brauche. Und vielleicht wirklich noch ein Auto-Turret, das heißt eine automatische Schießanlage vom Maschinengewehr. Nicht vom AK-47, auch vom normalen Maschinengewehr. Der uns vielleicht ein bisschen unterstützt. Das Ding schießt eigentlich relativ gut sogar in den Kopf. Das heißt, es verbraucht nicht ganz so viel Munition, auch wenn man wirklich gerne sehr viel verbrät da drin. Aber wir haben es ja eigentlich im Moment. Mit der Nitratader, die wir in der Basis haben. Warum nicht? Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ja, ich werde jetzt nicht anfangen, großartig hier rumzusingen. Liegt auch daran, weil ich es nicht kann. So, und unsere Stadt müssen wir auch noch ein bisschen looten. Während ich hier nämlich vorbeifahre, kann ich mal die Gelegenheit nutzen und auch... Na, von oben kommt keiner. Kann hier noch die Gelegenheit nutzen, hier ein bisschen zu looten. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Sinnvolles drin. Vielleicht jetzt sogar einen Erdbohrer. Kommt gerne mal in Garagen nämlich vor, ein Erdbohrer. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich würde allerdings sagen, für die Folge war es das Ganze. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge gibt's vielleicht schon die Horde. Ich weiß es noch nicht. Aber höchstwahrscheinlich erstmal... Wow. Höchstwahrscheinlich nicht, sondern erst die Folge drauf. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.